Wir haben nicht großartig Arbeitslose. Das sieht eigentlich im Moment von der Industrie her noch ganz gut aus. Okay. Also direkt bauen müssten wir da oben eigentlich jetzt keine neuen Wohngebiete. Nö, könnte man zwar machen, aber ist nicht unbedingt. Obwohl, die Nachfrage nach mittleren Wohngebieten ist schon wieder etwas gestiegen. Das heißt, ich müsste... Du könntest jetzt in diesem neuen Wohngebiet, der jetzt da neben dem Energiekraftwerk ist, könntest du zum Beispiel noch mal einen Park reinsetzen, damit das praktisch zu einem mittleren Wohngebiet wird. Und dann steigt natürlich automatisch die Nachfrage wieder nach niedrigen Wohngebieten und die kannst du dann alle nach oben hin versetzen. Obwohl es irgendwie total Banane ist. Genau umgekehrt wäre es ja eigentlich logischer. Oben mit großer und schöner Aussicht, wo ist so der mittleres Wohngebiet? Stimmt. Aber es ist nicht schlimm. So, ach, das ist eine Baumreihe. Wie sieht denn diese... Ach, die ist einfach nur gerade. Ich dachte... Naja, machen wir da mal eine Baumreihe hin. Ah! Oh nein! Du hast ein Haus weggerissen! Entschuldigung! So ein Cheat. Aber das wäre natürlich eine schöne Idee. Da könntest du rein theoretisch zur Dekoration eine Straße durchziehen, aber da machst du ja noch mehr kaputt. Muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe schon genug Leute getötet. Die sind nicht tot, die sind nur umgezogen. Ach, dann ist gut. Was? Park mit geraden Fäden? Wie sieht denn so ein Park aus? Ah, nee, da muss ich... Nein. Aber du kannst ja links daneben. Was, überlastet? Ja. Überlagerung. Achso. Ja, aber wenn ich denn hier hinbaue, dann baue ich die wieder mit. Naja, dann reißt du die beiden Häuser natürlich dann ab. Nein, ich will die nicht einreißen. Und du kannst doch vielleicht oben im Wohngebiet, obwohl du da wahrscheinlich da auch irgendwas einreißen müsstest. Ich muss wahrscheinlich überall irgendwas einreißen. Ja, nicht unbedingt. Da ist, glaube ich, ein Feld frei. Was? Rechts, oh. Rechts. Nein, dann reißt du auch was weg. Ist das... Rechts vielleicht? Daneben? In einem anderen Feld rechts? Nee. Weiter hoch? Ah, nee, dann reißt du auch die Häuser auf der anderen Seite ab. Okay. Tja, ich glaube, so ohne Abreißen müssen wir nicht wegkommen. Ach, weißt du was? Ich reiß einfach die ab, weil die sind sowieso nur mittelmäßig zufrieden. Ich wollte gerade sagen, die sind eh nicht zufrieden, dann reißt du die einfach weg. Zum Wohle der Allgemeinheit müssen die jetzt da ausziehen. Genau. Weil das finden alle anderen auch ganz toll. So. Gucken. Ich will mal sowas Teures bauen, aber ich weiß nicht wohin. Was richtig Teures. Was scheißen Teures? Ja, aber ich glaube, da bin ich pleite danach, weil ich habe nur noch 17. Du hast nur noch 17.000 plus von 1.800 die Stunde. Ja, nee, ist klar. Nur noch. Oh, jetzt habe ich 19.000. Aber ich will mal sowas richtig Fettes. Ja, nur du doch so ein Baseballfeld. Ja, gar nicht mal so schlecht. Sport. Was war Sport? Ja. Da! Ja, genau. Oh, das Ding ist wirklich groß. Fetzig. Aber wo tue ich das jetzt hin? Nämlich leer. Ja, genau. Da, wo keine Leute wohnen. Jedes Spiel bisher gewonnen, der Gegner ist nie erschienen. Ich habe den wortwörtlich gestunken zu erscheinen. Ach, das ist ja blöd. Ich glaube, ich muss erst einen neuen Arm machen oder sowas. Ja, entweder das oder das könnte man vielleicht oben hinbauen. Auf dem Berg. Weil da wohnt sowieso im Moment sowieso noch keiner. Aber da kannst du ja jetzt erstmal noch ein bisschen rausholen. Aber dann nicht direkt da, sondern weiter oben hin. Weißt du, dann ist da oben hin die Straße bauen und dann da oben praktisch das Baseballfeld. Ach so, meinst du hier quasi? Ja. Dann müsste ich aber erstmal. Ja, aber wir ist natürlich. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so in dermaßen Effekt hat, weil da unten die Leute nicht unbedingt gerade. Doch, hat es. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Oh, da kannst du jetzt so eine. Ja, also, wenn die Leute mich nicht mal aus den Kurven rausfliegen. Da dürfte kein Glatteis oder sowas sein. Ich wäre sowas von am Arsch.
Ja, definitiv. Definitiv. schick. So, jetzt Park. Nee, war schon. Stimmt. Also Sport und dann weiter nach rechts. Ja. Yay. Cool. Können wir auch gleich gucken, was haben wir hier. Und dann kannst du da oben jetzt auch Wohngebiete praktisch dazu ballern. Ja. Home Run! Was? Guck mal, die Freundlichkeit ist das süß. Tatsache. Es hat auf die auch noch Effekt gehabt. Es hat zwar etwas länger gebraucht, aber es ist tatsächlich so, es hat auch überlappende Effekte. Hallo? Man kann nichts machen. Ist vielleicht zu wenig Platz? Ich glaube schon, ne? Ja, das könnte sehr gut sein. Och nö! Aber links daneben müsste es doch eigentlich funktionieren. Mangel an Arbeiter? Was? Wie? Wie gesagt, weisen Sie Wohngebiete zu. Nein! Und du? Geh mal etwas tiefer. Sein, dass es nur dieses eine Feld da oben hat. Muss ja doch irgendwie noch einen Sinn haben. Na, guck mal, die ersten fahren schon hoch. Weil die ziehen da jetzt nämlich irgendwie hin. Aber irgendwie können die restlichen da oben können da nichts machen. Das finde ich aber auch so. Es ist ein Haus. Da praktisch das Baseballfeld komplett für sich alleine. Und die anderen Leute, die können jetzt nach Hause fahren, sind zu spät gewesen. Ah. Wie geil. Ganz toll. Naja, dann müssen wir wohl doch noch irgendwo anders jetzt nochmal ein niedriges Gebiet dazu bauen, weil die Nachfrage an Wohngebieten steigt nämlich kontinuierlich. Aber warum kann ich nicht... Ah, jetzt kann ich wieder. Das finde ich ja inhaltlich. Vielleicht war es auch einfach noch nicht ausgewählt, das kann ja auch sein. So? Na, warum nicht? Zieh einfach mal durch, ja? Ui. Ist ja egal, mach die ganze Straße voll. Kannst du ja höchstens in den Bogen kannst du noch so ein Gewerbegebiet mit einbauen. Wir müssen nämlich nicht unten hinfahren. Wir haben dann da oben dann. Obwohl, Gewerbegebiete sind momentan gar nicht im Kommen. Nee, mach da doch lieber ein Wohngebiet rein. Ich glaube, das ist besser. Vielleicht. Nee, ich kann nicht auf jeden Fall. Na, tiefer. Da, genau, da wo die Straße geht. Ah. Oh, ey, das kommt mal zuerst. Los! Go! Wer zuerst kommt mal zuerst. Ja, erst dann. Achso, na gut. Der kommt der erste Wohnwagen, der legt da oben an. Das heißt, das Haus vergrößert sich sogar gleich schon direkt am Anfang. Oder legt schon wieder an. Du gehst jetzt? Hey! Hallo! Du bist scheiße. Ah, guck mal, da unten, da fangen sie schon an zu bauen. Ja. Voll süß. Jena hat eben die Stadt nicht gefunden. Ey, guck mal, die gehen. Nee, da fährt er hoch. Alles gut. Alles gut. Diese hat da ein Haus gebaut. Ah, perfekt. Alles gut. Alles schön. Juhu. Ja. Ich kann es ja theoretisch mal ein bisschen den Vorlauf wieder ein bisschen anschalten. Eine Stunde haben wir schon. Hui. Jemand Baseball spielen sehen. Ich weiß gar nicht, ob das direkt von Anfang an passiert. Ja. Oder ob das ein bisschen dauert. Ach, dauert vielleicht noch. Ich habe nämlich selber noch kein Baseballfeld gebaut. Also von dem her kann ich es nicht 100% sagen. Ach, guck mal. Hier sind sie auch fast fertig. Schön. Ich mag meine Stadt. Ja. Die Nachfrage nach niedrigen Wohngebieten, die sinkt momentan sogar schon wieder ein bisschen, das ist okay. Wir haben über 1000 Einwohner mittlerweile. Ah, komm schön, aber ich dazu, hier ist ja noch was frei. Ja. Guck mal, die Leute kommen sogar aus dem Berg raus.
Ich möchte nicht wissen, wenn die da aus dem Berg kommen, ob die da vorher drin gewohnt haben. Komm, aus ihren Löchern gekrochen. Ja, hallo, wir können endlich normal wohnen. Oh Gott. Oh, was kommt? Was? Ja, Polizei, klick, ne? Ja, klick mal drauf. Sprechblasen sind hier immer irgendwelche Events. Okay. Sorge dafür was? Wie? Dass die Zahl der Einwohner bei 2500 liegt. Okay, das ist der erste Punkt. Stellen Sie das Maxis-Man-Haus auf und stellen Sie das Maxis-Herrenhaus und das Maxis-Man auf Patrouille. Ah, okay. Das ist nämlich das, was aus der Limited Edition kommt. Das ist nämlich das kleine Add-on. Also, sobald wir jetzt 2500 Einwohner haben, können wir praktisch diesen Superhelden, können wir den aufbauen. Das ist so ein Superheldenhaus. Und es gibt auch ein super Schurkenhaus, das gibt es auch. Ach je. Ja. Und das ist dann Dr. Wu. Okay, ja. Also wir haben momentan noch einen schönen Verdienst von 2000 Simsolonians die Stunde. Hm. Das ist ganz nett. Und wir sind jetzt auch schon von fast bei 2000 Einwohnern. Das heißt, wir können jetzt irgendwie mal überlegen, wie wir diese Stadt noch ein bisschen vergrößern oder attraktiver machen für uns, damit wir noch mehr Leute reinkriegen. Eine Möglichkeit ist die Steuern senken. Es ist klar, wenn es richtig günstig ist in einer Stadt, da kommen sehr viele Leute. Ja, macht Sinn. Das könnte man theoretisch mal ausprobieren. Nee, wo waren das jetzt? Ja, tiefer. Wo ist es tiefer? Achso. Mhm. Dann können wir nämlich hier auch die Steuernrate können wir dann ein bisschen senken. Dann wird man direkt auch sehen, dass so gesehen die Kosten, die steigen dadurch dann natürlich. Wir verdienen auch weniger die Stunde, aber das ist halt so wild. Willst du mal ins Rasse treiben? Ja, dann sagst du jetzt schon, ohne Finanzprobleme, das kann man nicht machen. Okay, ich glaube, 8 ist gerade so Grenze, weil... Also 9% hatten wir vorher. Was soll ich machen? Jetzt frisst mich auf. Mach ruhig noch ein bisschen, geh mal ruhig auf 6 oder auf 5% runter. Versuch mal 5. Und jetzt lass das mal ein bisschen laufen. Okay, wo bestätige ich? Na, einfach rausgehen, ja. Achso, das ist so einfach. Zack. Und wenn es jetzt nämlich laufen lässt, acht mal unten auf die Besucherzahl. Ja, es sind jetzt schon 2000. Oder? Ja. Und wenn es ein bisschen... Weißt du? Okay. Ach, ist schon auf voll. Ich sehe noch nichts, aber die sind alle glücklich. Ja. Wie, jetzt passiert da wirklich nichts? Ja, hier ist auch schon alles voll. Schon alles zugezogen. Das heißt, wir müssten dann, wenn dann neue Wohngebiete bräuchten wir dann, damit die Leute da überhaupt noch irgendwie... Aber wir haben auch momentan so gut wie gar keine Nachfrage. Das macht mir eher Sorgen. Warum ist die Nachfrage so niedrig? Das heißt, wir müssen da irgendwie... So 8 Tagesanbruch machen, deswegen. Wir müssen irgendwie die Nachfrage nach Sanitär ist da auf jeden Fall da. Sanitätsdienste. Krankenhaus. Lässt es hin. Jeder schifft sich einmal am Tag das Knie auf. Oh, Sprint. Ich wusste es, es kommt durch den Skatepark. Es riecht verbrannt hier. Nicht gut. Oh, der erste, ja, brennt irgendwo. Aber schon direkt da und wird auch direkt gelöscht. Ah, wunderbar. Okay, Klinik. Wo stellen wir die Klinik hin? Dem nicht neben der Kläranlage. Nicht? Na, da wirst du jetzt wahrscheinlich kaum drum herum kommen, halt nicht doch ein paar Wohngebiete Platz zu machen. So, Mist. Obwohl, ja, hier geht's eigentlich. Weil dieser grüne Einflussbereich, das ist dann auch wieder praktisch die Reichweite von dem Teil. Wahrscheinlich kann man das Ding auch wieder ausbauen. Ja. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Platz. Weiß ich. Meinst du, geht das? Nee. Vielleicht hier oben? Ja, ist besser. Tut mir leid. Gut. So. Schön. Ich bin zwar jetzt fast chronisch pleite. So, dann kann man wahrscheinlich...
Da ist das rechts, das Feld ist da im Weg. Musst du das erschließen. Ja. Neuer Krankenwagen, der wird jetzt schon relativ teuer. Ja, ich glaube auch noch, das wird teuer. Wollte nur gucken, was da so im Angebot ist. Also. So, was? Guck mal, unsere Einwohnerzahl, die ist voll gesunken wieder. Ja, wir haben ja auch ein paar Häuser abgerissen. Da müssen wir wieder ein paar Straßen bauen. Wäre eine Alternative, aber dafür reicht das Geld auch gerade nicht so wirklich im Moment. Das heißt, wir kommen zwangsläufig nicht mehr drum herum, wir müssen wirklich. Ich fühle mich absolut krank. Ist okay. Wir brauchen öffentliches Transportmittel. Ah, okay, das heißt, Bus und Bahn wird schon nachgeschrien. Mhm. Aber wenn du mal jetzt da oben guckst, die Straße ist da total verstopft. Jo. Da kannst du mal in die Straßentour gehen. Und dann mal auf diesen lustigen, komischen Pfeil links. Was? Links. Das ist rechts. Ja? Nee, noch ein bisschen weiter. Unter den, genau das. Straßen-Upgrade. Wenn du jetzt in die Straße anklickst. Ui, die kostet 5.000 zum Hochziehen. Das funktioniert dann wahrscheinlich nicht. Naja. Kommen die schon noch mit zurecht? Ewi. Gestresst. Was wollen die? Damit das sollte ein Status drin sein. Es gibt sogar eine Belohnung für. Tja, schwierig ist, wenn wir keine Straße bauen können. Okay. Aber trotzdem erstmal auf Mach ich klicken. Wenn wir die erstmal beruhigt sind. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Geld reinholen. Oh je, wie machen wir das denn? Ja, müssen wir wieder Steuern erhöhen. Na super. Ja gut, es hat uns ja auch nicht wirklich viel gebracht. Noch mehr! Jetzt bist du gierig. Ja gut, das sollte drin sein. Also wieder normaler Steuersatz so gesehen. Jo. Ah, jetzt klingelt es auch wieder in der Kasse. Ein bisschen. Oh, ein bisschen schneller. Ist drin? Ja, ne? Wuse. Oh, sieht gut aus. Boah, wie das hier am Qualmen ist. Was? Wo qualmt? Ach so, ja. Da hat er recht, es gibt wirklich Öl in der Gegend. Aber da kann ich jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Geh mal links unten auf das Schild. Welches Schild? Neben dem Stadtsymbol, unter dem Stadtsymbol ist ein Schild. Ah, da. Und das sind nämlich die Spezialisierung. Ich zoome mal gerade ein bisschen raus, das Kratzer geht mir auf den Sack. Ja, danke schön. Da kannst du dich nämlich unten bei diesen Symbolen kannst du dich auf etwas Bestimmtes nachher mit deiner Stadt spezialisieren. Bogen, hier war ja richtig Bogen, viel gewesen. Genau, das ist dann halt fürs Öl. Und dann gibt es links daneben Bergbau, das ist halt für Erze. Dann haben wir einen Handel, das heißt, du kannst dann halt ja, direkt dich auf den Handel spezialisieren. Und dann gibt es noch Elektronik. Was haben wir dann noch? Kultur und Glücksspiel. Nein. Das sind dann diese Casino-Städte so gesehen. Die dann auch sehr gerne gebaut werden. Die bringen aber auch nur wirklich dann was, wenn du sehr viele Sims schon bereits in einem Areal am Leben hast. Hm. Weil ohne viele Sims in einem Areal bringt es nichts, so eine Casino-Stadt aufzubauen. Hm. Aber hier machen wir Bohren, weil hier war, glaube ich, sowieso in der Gegend der Öl oder so. Können wir nochmal gucken. Ich glaube, 7 ist die Tasse dafür, genau. Ah, ist halt direkt da. Ist direkt da drunter. Perfekt. Muss auch nur den Arm so ein bisschen lang machen? Ja, ein bisschen nach unten ziehen und dann sollte es eigentlich schon reichen. Und mal schauen. Freigeschaltet ist er, aber kostet 37.500. Ja, da müssen wir eine Menge Brot für backen.
Ja. Oder aber einen Kredit aufnehmen. Nein. Oh, es brennt wieder irgendwie. Oder so. Glaube ich. Feuerwerkshow wieder haben und wer gibt dafür 50.000 als Belohnung? Machen wir auch, wenn wahrscheinlich danach die halbe Stadt brennt. Genau, wir brauchen das Geld, wir brennen die Stadt nieder. Oh. Yay! Na, mal beschwert sich da. So. Ja, und da sind sie schon unterwegs. Das war ja klar. Mhm. Was hat er gesagt? Schnee. Oh, ein Taschentuch. Na egal, ich habe jetzt 50.000. Mein Feuerwehr wäre ja richtig. Noch nicht. Noch nicht? Wenn du jetzt nicht rechts mal auf das Symbol gehst von dem Feuerwehrmann. Rechts. Nee. Nee, tiefer. Ja. Sorge dafür, dass es, was? Dass es weniger als 5 Brände gibt. Krass. Ne? Das heißt, wenn jetzt zu viele Brände gibt, in der Zeit, wo die jetzt ihre Feuerwehrshow da machen, dann kriegen wir das Geld nicht. Ja, super. Aber das ist doch gar nicht unser Fehler. Oder doch? Nö, eigentlich nicht. Oh, das Haus ist aber schon fast am... Das ist natürlich toll, das hält jetzt auch unten den ganzen Verkehr gerade auf. Oh. Steht alles. Selbst bis hier unten? Oh Gott. Du könntest natürlich jetzt auch 2-spurige Bahnstellen dahin bauen und könntest du an der Seite herfahren, dann hätte sich das mit dem... Ach was, wir stellen einfach ein bisschen schneller. Oh. Ja, da ist das erste Haus leider schon abgebrannt, so wie es ausschaut. Das Haus daneben... Oder ist das Gebäude? Grundbrand. Ja, verlassene Gebäude brennen halt ziemlich schnell aus. Das ist halt das Problem. Aber naja, aber dann muss so, wer drin bleibt, ist auch nicht okay. Wie sieht es mit der Quest aus? Haben wir die überhaupt noch erfüllt? Wie sie? Nein. Die. Noch 4 Stunden. Das heißt, wir müssen noch 4 Stunden warten und gucken, wie viele haben wir dann. Na schade, steht jetzt leider nicht, wie viele schon gebrannt hat, aber... Ich glaube, das könntest du sehen, wenn du auf die Feuerwache fliegst. Wo haben wir die nochmal? Nee, doch nicht. Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Auflistung, wo man das nachprüfen kann. Hm. Ach genau, geh mal auf die Stadt, links, Stadtsymbol. Also von der Spezialisierung runter, gehen wir wieder. Achso, genau. Meinst du das? Ja. Und dann gehen wir auf die Feuerwehr. Das, was auch gerade orange leuchtet. Also. Kleine Brände überall. Ja, 5 gelöschte Brände. Okay. Das heißt, wahrscheinlich haben wir das verkackt. Ja, das wird sich ja gleich zeigen. Geschwindigkeit ist auch langsam, ne? Mhm. Ich mache ruhig wieder auf schnell. Ah! Der 3 Gebäude müssen noch mehr. Ah, 3 Stunden noch. Ah, kacke. Die kommen gerade frisch von der Arbeit, wollen nach Hause und stehen dann die ganze Nacht über im Stau, weil das Haus am Brennen ist. Oh, und hier unten ist auch irgendwie ein Einsatzwagen oder sowas. Auch irgendwas Blinkes. Oh, aber wir haben es geschafft. Ja! Hey! Flip. Nee, also es hat doch nicht funktioniert, weil wir haben das Geld nicht gekriegt. Oh nein! Naja, aber dafür haben wir ein schönes Freudenfeuer. Naja. Die ganze Straße brennt gerade ab. Oh Scheiße. Geh mal näher ran. Das Freudenfeuer mal aus der Nähe ansehen. Ich glaube, die haben das Haus schon aufgegeben. Feuerwehr fährt gerade vorbei. Ach, das brennt eh schon, da brauchen wir nichts mehr machen. Ich brauche gerade Geld für ein größeres Haus. Das kannst du mal gleich vergessen, wenn dein Haus gleich niederbrennt.
Sagt er das? War nämlich der neue Einsatzfahrzeug oder so. Wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Okay. Ja gut, versuch mal ein zweites irgendwo hinzubauen. Kostet 15.000. Das kannst du überall hinsetzen, das ist natürlich praktisch. Wenn du nicht siehst, kannst du auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite machen. Du kannst auch einfach direkt da hinsetzen, wo das Haus sowieso gerade am Brennen ist. Dann würde sich auf jeden Fall das Abreißen eher erleichtern. Aber gut, wenn es hier am Brennen ist, dann setzen wir mal hin. Da ist gerade ein Haus zusammengebrochen. Oh, gut. Feuerschutz für Nachbarn verfügbar. Okay. Cool. Oh. Das ist so gesehen das nächste, nächstgrößere Feuerwehrhaus und hier gebrannte Gebäude am Tag 2. Scheiße. Ah, verdammt. Ah. Ja, die Straße ist auf jeden Fall jetzt sehr gut. Aber die müssen einmal komplett rumherum fahren, damit sie das Haus löschen können, auch wenn es direkt nebenan brennt. Ist ja schütte. Wenn denn? Nein, dann musst du hinten einmal wenden. Ach nein! Oh. Hm. Naja, aber zumindest haben wir jetzt erstmal die Brandkatastrophe unter Kontrolle. Vorerst. Wollte ich nochmal das Krankenhaus in den Park, oder? Ach doch, da habe ich jetzt. Na gut. Nö. 12.000 habe ich wieder. Gucken, kann ich jetzt irgendwas daran anbauen? Das wäre natürlich dann jetzt nicht schlecht. Könntest du noch theoretisch noch einen Krankenwagen irgendwo hin tun? Patientenflügel, hast du halt mehr Platz bei dir drinne? Feuer ausbricht. Wollen wir gerade mal schauen, wie lange geht der Take jetzt schon? 1 Stunde und 30 Minuten. Ich glaube, so langsam sollten wir einen Break machen. Ja, denke ich mal auch. Wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Break und gucken wir mal, wie wir das Ganze hier noch weiter basteln. Jo. Dann erstmal danke fürs Zusehen und... Ja, danke. Ja, danke. Voll begeistert. Nein, war auf jeden Fall voll cool, dass ihr bei mir gewesen seid. Wart immer noch. Wie auch immer. War schon. Ja. Währenddessen, während wir den Abschluss machen, verfolgen wir ein paar Fahrzeuge. Nein, okay. Also es ist auf jeden Fall noch nicht alles, was hier ist. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu. Ja. Geht jetzt mal so ganz stark von aus. Ja, ich sehe schon, die Leute schreien nach einer Mülldeponie. Die Feuerwehr müssen wir noch irgendwie besser ausbauen. Sanitätswesen funktioniert auch noch nicht so ganz. Und wir müssen auch dazu wissen, dass wir 2500 Leute bei uns hier reinkriegen. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also ich glaube, ich bin hin und her gerissen. Ich wüsste nicht, ob ich selber im Moment in meiner eigenen Stadt wohnen würde. Das ist immer ein Scheißzeichen. Ja, aber das kriegen wir noch irgendwie hin. Ja. Okay, bis bald. Ja, tschüss.